Hallo, lieber Löwe, und willkommen zu deinem neuen Monatsorakel für den Monat Mai 2021. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wie immer siehst du vor dir drei Tarotkarten und diese geben dir einen groben Einblick in den Monat Mai. Was ist das, was auf dich zukommt? Das ist die Hauptenergie, damit wirst du konfrontiert. Und ich werde dann noch ein paar Karten für dich dazu ziehen, zusätzlich, damit du noch nähere Hinweise bekommst. Lieber Löwe, es ist natürlich auch ein allgemeines Orakel, also du wirst dann schon sehen, ob es eintrifft oder nicht, ob es stimmig ist oder nicht. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne mal gucken, was dein Aszendent ist oder was du für ein Mondzeichen bist. Vielleicht ist da etwas dabei, was dann sozusagen hinhaut, was stimmig ist, was eintrifft und so weiter und so fort, lieber Löwe. Ja, denke daran, es kommt natürlich auch immer darauf an, was du eben daraus machst, aus dem, was du hier gleich siehst oder aus dem, was du gleich von mir zu hören bekommst. Ne? Nichts ist in Stein gemeißelt, lieber Löwe. Du allein entscheidest über dein Leben. Alles kann man verändern, alles kann sich wandeln. Ne? Das ist nochmal ganz kurz das, was ich sagen möchte. So, und es war ja bis jetzt immer so, dass ich die Karten, die ich hier benutze oder dann benutzt habe, zum Schluss des Videos vorgestellt habe. Das mache ich jetzt diesmal anders. Und zwar, wenn ich dann das nächste Kartendeck nehme, dann sage ich dir dann auch, was ich dann für eins nehme. Das mache ich dann zwischendurch dann eben, ne? Das Tarotdeck, was du jetzt sozusagen vor dir siehst, das ist das Steampunk-Tarot, ja? Okay, lieber Löwe, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an mit deinem Orakel. Ich denke, du bist schon ganz gespannt. Ja, du siehst wahrscheinlich schon, dass hier irgendetwas nicht stimmt, ne? Und zwar diese Karte hier, die ist auf dem Kopf. Und ich mache das normalerweise nicht, weil normalerweise deute ich Tarot wirklich nur richtig rum. Es sei denn, sie werfen sich mir richtig umgekehrt direkt, es sei denn, sie werfen sich richtig umgekehrt so vor mich hin, so. Weißt du, ich denke, du weißt, was ich meine. Ich weiß also, was es für eine Karte ist. Die hat sich jetzt wirklich umgedreht, so richtig gezeigt mir. Ne? Und ich denke, das hat definitiv auch einen Sinn. Na? Okay, lieber Löwe, wir gucken uns deine Karte mal an. Gucken wir mal, was hier verkehrt rumgefallen ist. Und das sind hier die sechs der Schwerter. Ich zeige sie dir mal. Genau. Die Sechs der Schwerter ist hier umgekehrt für dich gefallen. Richtig rum würde sie ja normalerweise bedeuten, dass es hier um das Thema Verreisen geht. Eventuell geht es ja auch um Umzüge. Es geht darum, dass man sich jetzt nun auf neues Terrain zubewegt. Aber die Karte ist für dich umgekehrt gefallen. Das bedeutet, hier ist man immer noch zögerlich. Man traut sich eventuell nicht, einen gewissen Schritt nun zu machen. Ja? Das heißt, das Gegenteil von dem ist eigentlich der Fall, von dem, was sie richtig rum bedeuten würde. Ne? Das heißt, irgendwie steckt man noch so ein bisschen fest. Man traut sich nicht, man ist ängstlich, man hat keine Ahnung, was einen erwartet. Und deswegen ist man da immer noch so ein bisschen, na, so dieser Stillstand, lieber Löwe. Das ist das, was ich spüre. Wir gucken mal weiter. Na, das passt. Da hast du hier nämlich die Acht der Kelche. Und die sechs Schwerter und die Acht der Kelche sind ja relativ ähnlich, ne? Bei den sechs der Schwertern ist es so, man hat so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Bei den Acht der Kelchen ist es so, man hat Angst, was man zurücklässt. Man hat Angst davor, was man zurücklassen könnte. Ne? So könnte man es auch beschreiben. Also, für mich bedeutet das, lieber Löwe, du traust dich irgendwie nicht, einen gewissen Schritt zu unternehmen. Die Achterkelche stehen für mich nicht ohne Grund auch manchmal für Stagnation, für Trägheit. Es geht eben nicht vorwärts. Man traut sich eventuell nicht, irgendetwas zurückzulassen. Was ich aber auch ganz deutlich spüren kann, lieber Löwe, ist, eigentlich weißt du, dass jetzt nur die Zeit für dich gekommen ist oder dass die Zeit kommen wird, um nun etwas Neues zu wagen, um nun neue Schritte zu gehen, aber aus irgendeinem Grund tust du es immer noch nicht. Ja, du hältst dich hier immer noch zurück. Das ist immer noch der Stillstandsenergie, die ich hier reinbekomme. Ja, gucken wir uns mal die dritte Karte an. Ja, das sind die neun der Stäbe. Du hast eventuell Angst. Du hast wirklich Angst auf das, was auf dich. Du hast Angst auf davor, was auf dich zukommen könnte, lieber Löwe. Ja, weil die Neun der Stäbe, die sagen eigentlich immer, ja, man hält sich hier noch zurück. Man hat Angst hier, dass man irgendwie angegriffen wird. Man ist hier so ein bisschen in der Schutzposition. Man hat sich hier so ein bisschen abgeschottet. Aber dennoch hat man alles hier so im Blick, ne? Diese Person hält sich hier zurück, hat sich hier zurückgezogen, auch eventuell schützt sich hier vor angeblichen äußeren Bedrohungen, hat aber dennoch hier alles im Blick, ist hier noch so ein bisschen im Beobachtungsmodus. Und da spüre ich, lieber Löwe, du wartest immer noch ab, wie sich die Dinge entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich. Das kann jetzt im partnerschaftlichen Bereich sein. Das kann im beruflichen Bereich sein. In irgendeiner Situation, lieber Löwe, wartest du also immer noch ab. Und ich glaube, das wird sich im Mai immer noch hinziehen, weil ansonsten würde das ja so nicht fallen. Ne? Du wartest ab. Du bist ja nicht sicher, was du machen sollst. Du spürst ja eigentlich, okay, eigentlich müsste ich ja diese Situation verlassen. Eigentlich müsste ich ja mich auf Neues
Ja, auf zu neuen Ufern. Eigentlich, ja, heißt es ja auf zu neuen Ufern. Aber aus irgendeinem Grund hältst du dich immer noch zurück, weil du wahrscheinlich Angst hast, jemanden zurückzulassen und das könnte denjenigen wo verletzen oder du hast Angst davor, wie derjenige reagiert, wenn du gehst. Ja, also entweder ist das hier im partnerschaftlichen Bereich, lieber Löwe, oder es ist ja beruflich gemeint. Ne? Interessant. Bei einigen von euch spüre ich, ihr haltet schon Ausschau nach etwas Neuem. Falls das ja eine berufliche Legung sein sollte, also bei einigen von euch in Bezug auf das Thema Beruf, einige von euch halten schon Ausschau nach etwas Neuem, aber aus irgendeinem Grund seid ihr noch nicht so richtig bereit, das Alte hinter euch zu lassen. Womöglich, weil es da eventuell Menschen gibt, mit denen ihr euch versteht, oder aber weil die Bezahlung stimmt. Na, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier das dritte Haus mit Perception und hier geht es natürlich auch um das Thema Social Media. Es geht um das Thema Gedanken, es geht um die Sprache, Diskussionen. Also ich glaube, dass es da im Mai nochmal zu Diskussionen kommen könnte mit dieser Person, um die es jetzt hier noch geht, wo du dich nicht traust, diese zu verlassen, ne? Oder dein Chef oder Kollege, was auch immer bei dir der Fall ist, lieber Löwe, das weißt du jetzt am besten. Aber hier geht es auch um das Thema, ja, so ein bisschen beobachten, ne? Weil hier ist ja auch so eine Kamera abgebildet, das ist für mich auch immer, ja. Ja, so ein bisschen wie Fotos machen, etwas festhalten, jemanden beobachten auch eventuell, ne? Recherchen, das ist ebenfalls das, was ich spüren kann. Aber da weiß ich jetzt noch nicht so richtig inwiefern. Das Einzige, was ich da jetzt einfach gespürt habe, sind Diskussionen. Ja, es sind Diskussionen, die da auf dich zukommen könnten. Aber wir gucken mal weiter, lieber. Nein, die nicht. Oder, okay, vielleicht doch. Capricorn, the Boss. Ich dachte, es sind mehrere Karten gefallen. Wenn es nur eine ist, dann ist es okay. Das ist ja Steinbock, der Boss, der Chef sozusagen. Ne? Also womöglich geht es hier um eine Person, mit der du es zu tun hast, die hier wirklich sehr autoritär ist, die hier schon so eine Art Boss ist. Entweder geht es wirklich um deinen Chef beruflich, ne? Oder aber dein Partner, mit dem du es hier, ne, wo du dich nicht traust, den zu verlassen, fühlt sich, ist wirklich derjenige, der die Hosen anhat und wirklich sagt, wo es lang geht. Ne? Okay. Oder aber. Lieber Löwe, es könnte jetzt sein, dass du diese Haltung einnehmen sollst, ne? Dass du jetzt wirklich sagst, wo es lang geht. Ja, und dass du dich nicht mehr klein hältst, klein ja, unterkriegen lassen sollst. Und dass du dich eben nicht mehr, naja, jetzt fehlt mir doch das Wort nicht ein. Ja, du sollst dich ja nicht klein halten lassen, ne? Okay. So, wir gucken mal, lieber Löwe. Das waren doch schon bis jetzt eindeutige Hinweise. Gucken wir mal, was jetzt hier noch für dich kommt im Monat Mai, lieber Löwe. Alles klar. So, da hast du jetzt hier Sonne. Und hier geht es um das Sein. Das ist übrigens auch das männliche Prinzip, die Sonne. Also gut möglich, dass du jetzt mit einer männlichen Person es zu tun hast. Oder aber, was ich auch spüre, ist einfach, dass diese Energie von dem Steinbock eben, diese Boss-Energie, diese Autorität, Ausstrahlung, dass sich das nun bei dir, ja, dass das, wie soll ich denn das sagen? Also manchmal ist man aber auch wirklich ein bisschen komisch. Ich glaube, dass diese Energie, diese Chefenergie, ne, dieses, ich habe das Sagen, dass sich das bei dir jetzt nun in dein Bewusstsein einbringen soll, ne, dass du das sozusagen ausdrückst, diese Energie. Ich sage jetzt, wo es lang geht. Ich bestimme jetzt, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt diesen Schritt, ne? Aber wie gesagt, im Moment, lieber Löwe, ist es immer noch so, dass du dich einfach zurückhältst. Ne? Weil du nicht wirklich weißt, wie es sonst weitergehen soll. Und ich kann mich erinnern, dass wir die letzten Monate etwas Ähnliches hatten bei dir, lieber Löwe. Das ist immer das gleiche Thema, habe ich den Eindruck. Ne? Also, finde ich ziemlich interessant. Also, es zeigt sich ja immer noch, lieber Löwe. Und da muss ich jetzt leider auch ganz ehrlich sagen, ich denke ganz ehrlich, das wird auch immer noch so weitergehen, dass du eben diesen Schritt nicht gehst. Diesen Schritt in Richtung Neuanfang. Diesen Schritt, dass du etwas Altes verlassen musst, wo du eigentlich weißt, diesen verlassen zu müssen. Ja? Okay. Ansonsten steht die Sonne natürlich auch für die Energie. Es geht aber auch irgendwie um dieses, ja, um diese Leichtigkeit, um dieses Kindliche, im positiven Sinne kindlich, diese spielerische Leichtigkeit auch einfach. Ne? Es geht auch so ein Stück weit um das Scheinen. Also geht es vermutlich auch wirklich darum, dass du jetzt anfängst, wieder in diese Energie zu kommen, in deine Energie. Weil Löwe, die Sonne ist dein Herrscherplanet. Was für mich auch heißt, okay, du sollst jetzt wieder in deine wahre Energie kommen. Das heißt, wirklich sagen, okay, so und so möchte ich das und dich nicht länger unterkriegen lassen. So ist das, was ich bis jetzt hier wahrnehme. So, die nächste Karte, da hast du jetzt das vierte Haus.
Und das vierte Haus, da geht es um deine Wurzeln, es geht um das Thema Familie, es geht aber auch um irgendwelche Gewohnheiten, die du hast, ne? Die innere Welt ist hier damit aber auch gemeint. Und damit spüre ich irgendwo auch ganz eindeutig, jetzt wo ich die Karte so sehe, da spüre ich, dass das wirklich sehr, sehr viel Anstrengung erfordert, wirklich diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, dass das bei dir immer noch nicht in deinem Unterbewusstsein einprogrammiert ist, diesen Neuanfang, ne? Du sagst es womöglich, nö, ich will den nicht verlassen, ne? Also ich will eigentlich schon bei dieser Person bleiben. Aber irgendwie, ja, das ist einfach so diese Energie, die ich spüre. Und ich bin hier definitiv ehrlich. Und was ich jetzt auch gerade reinbekomme, einige von euch, also mit diesem Orakel definitiv, ihr habt, liebe Löwen, ein Vaterthema. Hier geht es um das Thema Familie und die Sonne steht auch für den Vater. Hier steht nämlich drunter Vater. Also einige von euch haben definitiv ein Vaterthema. Ja, und diese Situation könnt ihr deshalb nicht lassen. Diese Person, den Partner, könnt ihr deshalb nicht verlassen, weil diese Person, dein Partner, deinem Vater ähnelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das ist irgendein Ahnenthema, irgendein Familienthema, was du damals irgendwie nicht so ganz verarbeiten konntest. Und jetzt ist es an der Zeit, lieber Löwe, dass du das verarbeitest, dass du dir das anschaust. Ne? Das ist ganz eindeutig hier ein Vaterthema bei dir. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz schauen, welches Kartendeck ich als nächstes benutze. Ich nehme jetzt mal das hier. Ach so, das Kartendeck, was ich jetzt hier verwendet hatte, habe ich beinahe vergessen. Das ist das Numinous Astro Deck. Und jetzt nehme ich, das ist das Vampir-Orakel von Lucy Cavendish. Genau. Gut, dass ich jetzt noch dran gedacht habe. Falls du irgendwelche lauten Geräusche im Hintergrund hören solltest, unsere Nachbarn, die bauen momentan. Also da ist momentan echt ein bisschen Lärm. Ich entschuldige mich dafür, aber ich hoffe, man hört es jetzt nicht so sehr. So, lieber Löwe, aber ich lasse mich davon nicht ablenken. Das stört mich jetzt persönlich nicht. Ich hoffe nur, dass man es dann im Video nicht so sehr hört. So, Löwe, weiter geht's. Löwe, Mai. Was bringt der Monat Mai den Löwen? Was bringt der Monat Mai dem Löwen? Was bringt der Monat Mai dem Löwen? Upsalalala. Die hier ist es noch. Okay. So, die erste Karte, die jetzt hier gefallen ist. Okay, das ist der Jäger. Oh. Und das ist eine ziemliche aggressive Energie. Und ich glaube, das ist definitiv jemand, mit dem du es zu tun hast, lieber Löwe. Diese Person ist vermutlich sehr, sehr, ja, schon sehr impulsiv, sehr aggressiv eventuell auch. Und möchte dich vermutlich dazu ermutigen, zu bleiben, irgendwie. Ich weiß nicht. Es kann natürlich aber auch sein, dass du das jetzt sein sollst. Dass du jetzt in die Energie des Jägers hineinkommen sollst. Also sprich, dass du dir wirklich das holst, was du wirklich möchtest und was dir eben auch zusteht. Das ist ebenfalls die Energie, die ich hier wahrnehme. Dann hast du hier Primal. Das ist sozusagen der Ursprung. Und hier geht es darum, dass du dich tief in dir drin und mit dir selbst, mit deinem Inneren verbinden sollst. Und hier geht es auch um den Instinkt. Also sehr, sehr viele Innenschau ist also jetzt hier, wartet auf dich im Mai. Und wie gesagt, das ist ein Ahnenthema. Das ist vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das irgendein Vaterthema. Ja, vielleicht ist das sogar aber auch so, dass du von deinem Vater irgendwie nicht loskommst. Ne? Dass du wirklich sehr, sehr lange an deinem Vater hängst, dass da irgendeine Situation ist, wo du sagst, ich kann ihn nicht verlassen, ich kann das nicht machen. Ne? Oder aber es ist dein Partner, der wirklich deinem Vater ähnelt. Und oftmals ist es ja so, dass wir Menschen oder Partner in unser Leben ziehen, die entweder unserem Vater ähneln oder unserer Mutter. Ne? Also bei Männern ist es so, die ziehen dann meistens Frauen in ihr Leben, die der Mutter ähneln. Und bei Frauen ist es so, die ziehen Männer in ihr Leben, die dem Vater ähneln. Das dient aber dazu, weil da irgendetwas in der Vergangenheit vorgefallen ist. Irgendetwas, was nicht hätte sein sollen, sage ich mal. Ne? Und deswegen werdet ihr oder wirst du damit jetzt immer noch konfrontiert in deinem Erwachsenenleben, sage ich mal. Ne? Die nächste Karte, das ist hier, okay, hier kommt es zu einer Offenbarung. Irgendetwas wird hier offenbart. Irgendeine Inspiration bekommst du auch. Das ist hier die Erleuchtung, wird hier gezeigt. Also ich glaube, lieber Löwe, was ich jetzt hier ganz eindeutig spüre, wenn du dich wirklich mehr mit dir selbst, mit deinem Inneren verbindest, wenn du wirklich mal nach innen schaust, ich glaube, da wirst du einiges offenbaren, da wird sich einiges dir offenbaren und ich glaube, da wirst du sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse bekommen. Das ist so die Botschaft, die ich jetzt hier für dich reinbekomme. Und ich kann jetzt auch gerne mal fragen, was das Verbot oder was ich dir da offenbaren möchte. Okay, was ist es, was ich dir jetzt hier da offenbaren
möchte. Ich frage mal nach. Alles klar. Ich glaube, die Karte reicht eigentlich schon. Was jetzt hier gefallen ist, sind die vier der Münzen. Das ist irgendein Thema. Das ist eine Abhängigkeit. Das ist ein sich klammern. Du klammerst dich an deine, an die andere Person. Vermutlich Partner, Boss oder den Job. Was auch immer. Ich vermute mal, es ist ein Partner oder vielleicht auch ein Boss. Oder ich weiß es jetzt nicht. Das weißt du jetzt am besten, lieber Löwe. Du klammerst dich an diese Person. Du kannst einfach nicht loslassen. Und das ist der Grund, warum du hier nicht gehen kannst. Du klammerst dich an diese Person. Vielleicht ist es sogar aber auch ein Wunschpartner. Ne? Nicht unbedingt der Partner, sondern auch einfach ein Wunschpartner, an den du dich ja klammerst, wo du nicht loslassen kannst oder aber auch nicht loslassen möchtest. Und ich muss jetzt auch leider so sagen, das wird sich immer noch weiter hinziehen. Das sag ich dir ganz ehrlich, lieber Löwe. Ja? Ich bin einfach ehrlich und das hat... Und alles andere hat nämlich keinen Sinn. Ne? Es wird sich immer noch weiter hinziehen, dass du von dieser Person nicht loskommen wirst und auch nicht loskommen möchtest. Aber langsam im Mai, es geht natürlich vorwärts für dich. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, lieber Löwe, du allein entscheidest auch irgendwo über dein Leben. Und du allein bestimmst. Es kommt immer darauf an, ob du das eigentlich auch wirklich möchtest. Ja, wirklich loslassen, frei sein und so weiter und so fort. Es hängt von dir ab, lieber Löwe. Im Moment sehe ich ganz ehrlich, okay, da tut sich im Moment nicht wirklich viel. Ja, allein weil die Karten hier schon, allein schon wegen den Tarotkarten, was ich da vorhin alles schon gesehen habe. Ja, ich würde dir gerne was anderes sagen, aber zuerst ist wirklich Innenschau notwendig. Und ich hoffe, dass man den Krach nebenan wirklich nicht so sehr hört im Video. Ich muss mir das dann nochmal anhören. Weil die machen nämlich ganz schön Krach draußen, aber egal. So, diesbezüglich habe ich jetzt alles gesagt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch das nächste Kartendeck für dich. Und das Kartendeck, was ich jetzt benutze, das ist das Moonology-Orakel. Das gibt es übrigens auch auf Deutsch. Was haben wir denn hier? Okay, dieser hat jetzt noch nichts zu sagen, weil ich habe mich noch nicht konzentriert. So, lieber Löwe, schauen wir uns das mal an. Löwe Mai, was bringt der Monat Mai dem Löwen? Okay. Genau. Und was ich eben noch reinbekommen habe, ist folgendes. Der Neuanfang im Außen zeigt sich so lange nicht, der Neuanfang im Außen zeigt sich erst, wenn du dein Inneres dementsprechend umprogrammiert hast. Ne? Also wenn du noch nicht bereit bist für etwas Neues, beziehungsweise wenn du es nicht möchtest, dann wird auch nichts Neues kommen, lieber Löwe. So einfach ist das. Ja. Huch, jetzt ist die Karte mir runtergefallen. Ich heb sie mal auf. Moment. So, da hast du jetzt hier die Karte, du und deine Lieben sind sicher. Also womöglich ist es wirklich so, lieber Löwe, dass du Angst hast, die andere Person zu verlassen, weil du glaubst, dass diese allein irgendwie nicht zurechtkommt. Das ist die Energie, die ich hier reinbekomme. Und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Thema schon mal war vor einigen Monaten oder vor kurzem. Ich weiß es jetzt nicht, was da jetzt hier das letzte Mal rauskam. Aber hier wird gesagt, du und dein Leben sind ja definitiv sicher. Also, wenn du noch zögerst, lieber Löwe, deinen Neuanfang zu wagen, auszuziehen, neue Wege zu gehen, was auch immer, du bist dir sicher. Das ist das, was der Neumond im Krebs hier sagt. Ja? Die nächste Karte, erwarte eine kraftvolle Veränderung. Also ich muss mich korrigieren. Bei einigen von euch einigen von euch war definitiv eine sehr, sehr kraftvolle Veränderung. Nichts wird mehr so bleiben, wie es war. Ne? Das ist hier die New Moon Eclipse. Und also einiges wird sich hier definitiv wandeln. Und dementsprechend auch diese Situation. Also du kannst ja wirklich mit Veränderungen, also du kannst ja wirklich Veränderungen erwarten im Monat Mai, ab dem Monat Mai, einige von euch. Ja, also diejenigen unter euch, die es nicht wollen, nicht loslassen wollen, da wird es ein bisschen schwierig, aber auch da glaube ich, dass es da zu Weckrufen kommen könnte. Das ist einfach das, was ich so im Gefühl habe. Weil wir haben das Jahr des Saturns. Und das Jahr des Saturns, da geht es auch um das Thema Wahrheit. Und der Saturn trennt alles, was nicht zusammengehört, führt aber auch das zusammen, was zusammengehört. Ja, das ist einfach die Energie des Saturns. Und das begleitet uns jetzt noch ja, das ganze Jahr, bis nächstes Jahr, ich glaube, den 29. März. Ja. So, weiter geht's, Löwe. Was nehme ich denn jetzt hier für dich von Kartendeck? Okay, ich nehme mal das hier. Das vorletzte für dich, bevor ich dann zu deinen Würfeln komme. Ups, und da hast du, ja genau. Da ist sie auch schon.
Eine Karte reicht auch, das spüre ich jetzt hier gerade. Das ist die Göttin der Schatten. Und hier wird gesagt, das, was du als deine Schattenseite siehst, ist in Wahrheit, also in Wahrheit ein sehr, sehr großes Geschenk irgendwo für dich. Aber für mich bedeutet das, okay, du musst dich jetzt hier wirklich deinen Schatten stellen, das, wovor du Angst hast. Ja? Und ich glaube, dass es in dir selbst, also in dir drin, noch etwas gibt, was du noch nicht verarbeitet hast. Ja? Irgendwas in deinem Unterbewusstsein ist da noch programmiert und das ist der Grund, warum du von dieser Person nicht loskommst. Weil wir hatten ja vorhin die 4. Münzen. Das hat etwas mit deinem Unterbewusstsein zu tun, mit vergangenen Erlebnissen. Ja, also ich glaube, das im Monat Mai wird hier definitiv nach oben kommen. Das ist das, was ich spüre. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass du Angst haben musst, um Gottes Willen. Du wirst hier einige Offenbarungen machen. Einiges wird sich dir offenbaren, was du bisher verdrängt hast. Weil du hast hier die kraftvolle Veränderung, ne? Und wenn du das dann erstmal erkannt hast, wenn du die Gefühle geführt hast, die dann nach oben kommen oder fühlen wirst, die dann nach oben kommen, dann wird etwas, ja, dann kommt es ja definitiv zur Veränderung. Weil dann bist du, ja, wie gesagt, weil wenn du wirklich mutig bist, einfach mal hinzuschauen, was sich dir da offenbart, was dann nach oben kommen möchte, lieber Löwe, dann bist du wirklich bereit, etwas zu verändern. Ja, und nicht mehr zu klammern oder festzuhalten. Ne? Also wenn du wirklich bereit bist, nach innen zu schauen, auf dich zu gucken, was da in dir los ist, oder wenn da was nach oben kommt, wenn du da wirklich mutig bist, das auch zu fühlen, was da nach oben kommt. Und wenn du mutig genug bist, auch mal nach innen zu schauen, was da in dir noch ungelöst ist, erst dann bist du bereit, etwas zu verändern. Ja? Okay, lieber Löwe, das letzte Kartendeck für dich und dann die Würfel. So, wir schauen weiter. Löwe, Mai. Was erwartet den Mai im Löwen? Neue Gelegenheiten. Auf dich warten hier definitiv neue Gelegenheiten. Na? Du bekommst neue Chancen, lieber Löwe. Neue Gelegenheiten. Ich kann ja gleich mal gucken, was es damit auf sich hat, aber jetzt möchte ich erstmal noch eine Karte aus diesem Deck. So, Löwe Mai. Die ist runtergefallen. Ich muss mal eben aufstehen. Ach ja, alles klar. Ich sehe sie schon. Das ist die Innenschau, lieber Löwe. Das ist das, was im Monat Mai, vielleicht sogar auch jetzt schon Ende April, auf dich wartet. Es geht also vermehrt darum, nach innen zu schauen, weil es da einiges gibt, was noch nicht aufgelöst wurde. Ängste. Ja, Ängste, eine andere Person zu verlieren, Verlustängste hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit, lieber Löwe. Ja, das ist einfach das, was dann, ja, das ist einfach das, was bei dir los ist, ne? Und wenn du erstmal wirklich, wie ich wiederhole mich, wenn du erstmal wirklich bereit warst, nach innen zu schauen, oder wenn du dann erstmal nach innen schaust im Monat Mai, wenn du dazu dann bereit bist, dann wirst du wirklich sehen, okay, es werden sich dann neue Türen öffnen, wenn du wirklich bereit bist zu gucken, okay, was ist da gerade los? Und wenn du dann beschließt, wirklich das alles aufzulösen, dich damit auseinanderzusetzen mit deinen Gefühlen, dann bist du auch bereit für Neuanfänge. Ja, dann wird sich dir definitiv das auch offenbaren, was du wissen musst. Na? So, jetzt aber deine Würfel, lieber Löwe. Wir gucken uns mal an, was die Würfel jetzt hier dir noch sagen möchten für den Monat Mai. Löwe. So, da hast du das 6. Haus. Du hast hier Schütze und Jupiter. Das ist doch schön. Also auf dich wartet definitiv schon eine gute Zeit, weil Jupiter herrscht, glaube ich, auch über den Schützen. Und hier hast du auch das 6. Haus. Und das 6. Haus, das steht irgendwie auch für, ja, für Routinen, für Routinen, für alltägliche Arbeiten. Es geht aber auch um das Thema Gesundheit, Wohlbefinden. Ne? Es geht aber auch ein Stück weit um Disziplin. Was ich ja ganz eindeutig sehe, womöglich geht es hier vielleicht sogar auch um eine Schütze-Person. Das könnte jetzt sein, aber ich habe das Gefühl, dass es für dich notwendig ist, lieber Löwe, dass du dir neue Gewohnheiten zulegen sollst, und zwar welche, die wirklich positiv sind für dich. Ja? Weil Jupiter steht übrigens auch für Wachstum, für Expansion, aber auch für Fülle. Ja, also du hast definitiv das doppelte Glück an deiner Seite. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, es wird nicht mehr so bleiben, wie es bisher gewesen ist. Ich habe zwar vorhin gesagt, bei einigen von euch, es wird sich noch so hinziehen, aber ich glaube, da könnte etwas kommen, was euch so ein bisschen wachrütteln könnte. Ich will euch jetzt oder ich möchte dir keine Angst machen, um Gottes Willen.
Ja, also das ist, ich sage dir definitiv nur das, was ich sehe und ganz, ganz klar wahrnehmen kann. Es könnte natürlich aber auch bedeuten, dass eine neue Arbeit auf dich wartet und dass du vielleicht, ja, dass eine neue Arbeit auf dich wartet. Das könnte jetzt ebenfalls der Fall sein, aber auch eine Reise. Ich spüre irgendwie sehe ich jetzt hier aber auch eine Reise, das Verreisen. Gut, wegen Corona muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja jetzt so eine Sache mit dem Verreisen. Aber es könnte sein, dass es vielleicht ein Kurztrip ist, dass du vielleicht jemanden besuchst. Das ist ebenfalls das, was ich hier wahrnehmen kann. Aber vom Gefühl her glaube ich wirklich, okay, es kommt jetzt eine Zeit für dich, wo du eine glückliche Zeit einfach, wo mit glücklichen Zufällen, also Zufälle existieren nicht wirklich, meiner Meinung nach, weil alles geschieht genauso, wie es geschehen soll. Aber ich glaube, das, was da passieren wird, das wirst du definitiv als glücklichen Zufall erkennen. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich die Karten jetzt nicht vorgestellt hatte. Das hier, also dieses Kartendeck mit dieser Karte, mit der Göttin der Schatten, das ist aus dem Angels, Gods and Goddesses Orakel. Und dieses Kartendeck ist aus dem Heilorakel der Feen von Doreen Virtue. So, lieber Löwe, das war dein Orakel. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.